Ich begrüße euch zur letzten Folge Banjo-Kazooie. Heute hier vor der letzten Notentür und mit Facecam. Guten Tag. Ich habe mir gedacht, so finale Stimmung, da machen wir mal ein bisschen Facecam. Und ja, gut. Wir gehen jetzt in Gruntildas Turm quasi. Und wir sehen alles voll Spinnweben, nicht geputzt, sollte sie mal machen. Und plötzlich ist hier so eine komische Plattform mit Tutis Gesicht drauf. Wir denken uns mal nichts bei, springt drauf. Gut. So, wo kommen wir hin? Zu einem sehr komischen Ort. Was ist das hier? Wir wissen es nicht. Willkommen! Gruntilda ist mein Name. Es spielen der Bär und die Vogeldame. Da steht der Held, der sich bis zum Quiz gequält. Jetzt geht es einmal noch hoch her. Für die beiden wird es jetzt zu schwer. Wunderschöne Preise locken. Wollt ihr in der Stube hocken? Mein kleines Quiz ist wunderbar. Und Tutti bleibt für immer da. Der Weg ist lang und schwer. Euer Pech erfreut mich sehr. Bald nimmt der Bär ein Lavabad. Das Bild wird sicher legendär. Nee, bald nimmt ein Lavabad der Bär. Ja. Nun lauft er das Brett und drückt A. Dann wird es nett. Ja. Erstmal aktivieren wir hinten den Topf, der uns später hilfreich werden wird. So. Okay, ja, ich erkläre mir die ganzen Felder. Hier vor uns haben wir ein Feld, wo wir einfach eine Frage zum Spiel gestellt kriegen. Das Auge, wir bekommen irgendein Bild, irgendein Ort aus einem Spiel zu sehen und müssen sagen, wo das ist. Gruntilda, da bekommen wir eine Frage zu Gruntilda, die uns Brentilda gesagt hat, die Antworten. Notenfeld, da werden Sounds aus dem Spiel abgespielt. Wir müssen halt sagen, woher das kommt. Die Zeit ist, wir bekommen irgendeine Challenge aus dem Spiel, müssen die machen. Und das Totenkopffeld, da, ja. Unter dem Pier am Strand auf einer Palme. Schatztour. Kein Ginger, ja, Schatztour. So. Und bei den Totenkopffeld, da müssen wir eine Aufgabe halt machen. Und wenn wir die verlieren, dann sterben wir für immer. Also fallen dann in Lava quasi rein. Du weißt leider nicht allzu viel, doch kennst du diese Figur aus dem Spiel? Ja, oder wir bekommen halt eine Figur zu sehen. Der Spot jetzt. Gleich zu Beginn des Spiels vorgestellt. Hier noch am Spiral Mountain. Ja, Buggles, Bottles, Biddles. Den bekommen wir ja gar nicht sehr oft zu sehen, deswegen wissen wir den Namen gar nicht, Hustus. So, hier haben wir jetzt eine Auswahlmöglichkeit, aber ich gehe mal nach hier, weil ist halt so. Erinnerst du dich, wie viele Schildkröten im Bubble Club Swamp befanden sich? 6 müssen es sein. Das waren ja 5 so außenrum und einer Mitte, glaube ich. Ah, scheiße! 8, warte mal. Bin ich jetzt nicht auf 8 gegangen? Ist das richtig? Was? Egal. So, und das Joker-Zeichen dort, da bekommen wir halt einen Joker. Das ja, erkläre ich gleich. Rate schnell und sei nicht pang. Wer gibt von sich diesen Klang? Tutti Jinjo Bottles. Das ist, glaube ich, Tutti, oder? Oder, nee, Jinjo. Richtig. So. Beim Joker, wenn wir den bekommen, können wir ein Feld überspringen, wenn wir B drücken. Aber dafür müssen wir auch noch eine Aufgabe halt machen. Rate schnell und sei nicht bang, wer gibt von sich diesen Klang? Ist das Konga? Adrian der Pavian, Tonga der Schimpanse, Konga der Gorilla, ja. Beziehungsweise Donkey Kong. So, und für jeden Joker bekommen wir halt zwei Karten, glaube ich zumindest, weil wir jetzt hier auch 2 bekommen haben. Jetzt könnten wir jetzt hier B drücken und den überspringen, aber das machen wir nicht. Wenn du kein ganz Dummer bist, dann sagen wir, das hier ist. Das ist im Mad Monster Mansion, in dieser kleinen Hütte, wo wir dieses Gläserrücken machen müssen. Rusty Bucket Bay, Clankers Caravan, Mad Monster Mansion. So. Nächste Aufgabe wieder. Worauf kann man in Gobi's Valley reiten und sanft über den heißen Wüstensand gleiten? Einer magischen Lampe. Ein magisches Taxi. Ja, Lampe macht keinen Sinn. Die wäre zu heiß. Lampen wären ja heiß. So. Jetzt haben wir eine Zeit-Challenge. Ich hab auch keine Lust darauf. Die ist doof, denke ich mal. Und es ist die Box. Die müssen wir jetzt halt in einer bestimmten Zeit besiegen, die Box. Ich gehe einfach mit goldenen Federn drauf los, wie ich es auch im richtigen Bosskampf gemacht habe. So, und vielleicht fällt euch auf, dass meine
Anzahl von goldenen Federn und auch von Eiern und roten Federn ganz anders ist als vorher. Das liegt daran, weil ich nochmal ein bisschen spielen musste, weil es einen Aufnahmefehler gab. Ich habe das Finale eigentlich schon mal aufgenommen, aber es gab einen Aufnahmefehler und ja. Ach ja, es ist immer wunderschön. Bald wird es sondern mit Grumpel. Wer war in der Schule mein bester Kumpel? Klapperschlange, Tafel, Hausmeister, glaube ich. So, ja, ich muss nicht mal das komplette Spiel spielen, wie schon mal, sondern ab Klicklock wurde nochmal neu, weil ich dann auch ein Save State hatte. Das überspringen wir getrost, weil, nö, das sehe ich nicht ein. So, und ich gehe jetzt mal hier lang, weil ich dort oben den Joker nicht verbraten möchte, deswegen gehe ich einfach mal hier lang. Ah, schnell, ich bang, weil ich nicht den Klang. Ist das nett? Nee. Die Polarbären, ja, dann das. Oder Schildkröte, oh, ich weiß es nicht. Gut. So. Im Wald der Biber hat es nicht so bequem. Was ist denn sein Problem? Stein vor der Höhle. Ja, das hier. Wenn du kein ganz dummer bist, dann sag mal, das hier ist. Das ist in Bubble Club Swamp das Ei, wo ein Puzzleteil drin war. So, Click Lockwood, Clankers Cavern, Bubble Club Swamp. Habe ich gerade Rusty Bucket Bay gesagt? Ich meine, wenn ja, dann meinte ich Bubble Club Swamp. So, Containerfrage. Welcher ist mein Lieblingsduft, du kleiner Schuft? Schwitzender, das weiß ich noch. Das war ew. Das war sehr ew. So, ja, hier, ich hole mir den Joker. Wie wird denn nun die musikalische Geisterhand Mad Monster Mansion genannt? Motzhand. Streu. Streusand. WTF. Na Gott. So. Rate schnell und sei nicht bang, wer gefunden diesen Klang? Das ist, glaube ich, Brenntilda. But I'm not sure. Ja. Brenntilda die Fee. Sag ich mir ganz ohne Hohn, aus welcher Welt stammt dieser Ton? Das ist Matt. Quatsch, Matt Monster Mansion, genau. Mumus Mountain. Mumus Mountain. Matt Mumus Mansion. Genau. So. Ja. Und übrigens sind die Contilla-Fragen, allgemein sind die Fragen, die man bekommt, alle andere. Es gibt halt viele verschiedene Fragen und man bekommt halt nicht immer auf dem gleichen Feld die gleiche Frage. Und bei den Contilla-Fragen ist es so, dass es halt immer drei Antworten gibt und Brenntilda eine von diesen Antworten für die Frage sagt. Das heißt, in jedem Spielstand hat man eine andere Antwort für die jeweilige Frage. So. Oh Gott, das Puzzlespiel. Passen müssen immer zwei, doch die Zeit ist bald vorbei. So. Du stirbst mal bitte. So, hier haben wir die Feder und hier haben wir die Note. Hier haben wir Banjo und hier haben wir eine Honigfarbe. Hier haben wir Kazooie. Hier haben wir Mumbo. Hier haben wir eine Honigfarbe, die war ich jetzt hier, oder? Genau. Hier haben wir ein blaues Ei. Ich weiß, das ist hier oben in irgendeiner Ecke. Hier. Ha, das wusste ich noch. Rote Feder war, glaube ich, hier oder auf Kazooie. Ich weiß es mir genau. Nee, dann war die hier. Genau. So. Hier haben wir Kazooie. Da war die jetzt hier. Nee, doch. Dann war Mumbo hier. Genau. Hier oben ist Ginger. Das weiß ich noch. Das heißt, Mumbo kann nur hier unten irgendwo sein. Gut. Note ist erstmal hier. So. Banjo, eventuell oben. Nein, das ist Mumbo. Das heißt, hier ist Banjo und der war jetzt hier unten. So, hier Mumbo. Das verkacke ich, glaube ich. Ich habe nicht. Oder schaffe ich das noch? Ja, das schaffe ich noch. Das okay, das war es einfach nur. Ja. Ich habe gedacht, ich brauche länger. So, okay. Nächste Frage, bitte. Sage mir, du Tropf, was hat der Baum in der Wüste auf dem Kopf? So ein Juwel, oder? Warte.
Dann Sonnenbrille. Hä? Das war so ein komisches Juwelendings da doch nicht. Sei nicht so dumpf. Wie heißen die Frösche im Bobbit Loops Fremd dem düsteren Sumpf? Flibbits, Dinkits, Dixup. Goh, eins von den beiden hier. Richtig. So, Auge. Wenn du hängst, so mal ein bisschen Zeit, dass ihr. Das wird wohl ein Lenkers Cavern sein. But I'm not sure. Rusty Bucket. Ist es nicht sogar mit Monster Menschen? Ja, das war es. Das war's Rohr am Brunnen. Ja, die waren natürlich richtig fies. Die haben die beiden schweren. Die haben zwei Dinger genommen, was es sein könnte. Und halt eins, wo der Spieler denkt, das ist es nicht. Aber das war's. Nämlich das Rohr im Brunnen. Das vergisst man halt schnell. Zum Frühstück ich das hier gerne esse, sonst ist gelesen die Messe. Esse, nicht Messe. Ach, egal. Zerquetschte Froschaugen rauben auf Toast gegrillte Grillen. Eins von den beiden, glaube ich. Ah, richtig. Pflanze im Wald, wie wird sie bewässert, sage es mir bald. Mit Gobi. Wassergeist. So, will ich den Joker haben? Ich will einfach mal haben. Auch wenn es keinen Sinn macht, aber egal. Du weißt ja nicht allzu viel, doch kennst du diese Figur aus dem Spiel. Clanker. Den wird man wohl kaum vergessen. Der ist ja Hauptbestandteil der dritten Welt. Clanker, Clinker, Clanker. Ja. So. Joker. Wenn du keinen Joker hast, dann mal Rassist. Hat man gerade nicht verstanden, aber egal. Das sieht aus. Ja, das ist das Bubble Club Swamp, das Mumbo-Haus oben. Erkennt man an der Wand, an dem Zaun, dass das ein Bubble Club Swamp ist. So, da haben wir jetzt vier Joker. Nice. Die werden wir wohl kaum alle brauchen, aber ist gut, dass wir sie haben. Andere schlafen im Bett. Wo finde ich es nachts sehr nett? Nagelbett war das. Und das da ist voll fies, die zwei Todesteile. Und da drüben, da gibt es sogar ganz, ganz viele Todesteile. 15 ist da drüben. 3 da. Da ist auch noch eins. Da ist auch noch eine Kette. Mit 2. Das ist schon ziemlich krass. So, achso, ich muss das hier machen. Rate schnell und sei nicht bang, wer gefunden hat diesen Klang. Ja, das ist Bossa, glaube ich. Oder Bossa oder. Dann, ja, dann war es Gobi, genau. Wasa oder Gobi. So. Hätten die jetzt Wasa oder Gobi genommen, hätte ich nicht gewusst. Oh Gott, die Bienenscheiße. Oh, ich mach's einfach so hier. Dip, 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 dip. Geschafft. Schwerste Aufgabe im Spiel. So. Was haben wir denn hier? Sage mir ganz schnell die Zahl, wie viele WG führen und Lenkers Cavern in dem Wahl. Weniger als 5. Oh, die beiden Flossen, oben das Loch, die Zähne, dann sind vielleicht 6. Warte mal. Oben das Loch rein, die beiden Zähne und links und rechts die Flossen, dann sind es 5. Egal. Noch was habe ich irgendwann vergessen? Egal. Worauf musst du hüpfen im Bubble Loop Swamp in die Schildkröte zu schlüpfen? Auf ihren Kopf, auf ihre Füße. Der war nämlich kalt. So. Dich überspringe ich getrost. Dich mache ich mal, weil ich cool bin. Wenn du mich siehst, an Zeitungsstand, welches Mal habe ich in der Hand? Boah. Hexenrundschau, bunte Hexenmeld. Eins von den beiden. Oh, das war klar. Fledermausbürger schlenken. Schneckenschleim, das weiß ich noch. Ew. So.
Ich will die Leben haben. Vier oder fünf? Ich glaube vier. Richtig. Ja, was für eine. Ja, genau, da komm ich noch zum Leben. Kacke. Ich will aber noch eine Honigfarbe haben. Da ist noch eine, gut. Du weißt leider nicht allzu viel, doch kennst du diese Figur aus dem Spiel. Hm, wer das wohl ist? Das ist Bimbo Jimbo. Nambi Bambi Mumbo Jumbo Lumpi Dumpi. So, du gehörst mir. Und dann überspringen wir das hier. Wir haben es geschafft. Spiel durch. Yes! Mir langsam hier das Unheil schwand. Das hatte ich nicht geplant. Ich strebte nur nach dem Gewinn. Nichts anderes hatte ich im Sinn. Aus diesen Preisen könnt ihr wählen. Ich werde die Treppe hinauf mich quälen. Mich niemals jemand fangen kann. Schaut euch lieber den Abspann an, der doof ist. Kazooie, was meinst du? Welchen Preis suchen wir uns aus? Mich! Mich! Komm, nimm mich! Nimm mich! Wie wäre es mit diesem komischen Ding? Wir könnten auch Tutti mitnehmen. Die meine ich doch! Kazooie! Banjo, können wir jetzt nach Hause gehen? Ich habe für heute genug Abenteuer erlebt. Klar, lasst uns hier verschwinden. Ah, wunderschönes Spiel, oder? Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das LP. Und, ja. Das Finale zu spielen allgemein, also das ganze Spiel zu spielen. Das LP hat sich ein bisschen gezogen, aber... Ja, war doch ganz cool eigentlich, auch wenn sie gezogen hat. Jetzt hier, zum Schluss wollte ich schnell beenden, deswegen habe ich ja diese Woche vier Parts hochgeladen. Egal. Am Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag, zwei, ja, damals fünf. So, hier haben wir jetzt die ganzen Credits, mit denen, wo nochmal alle Charakter vorgestellt werden und unten, die halt Credits sind, wer was gemacht hat in dem Spiel. Und ja, das war's dann für das Display. Hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. War ein wunderschönes Spiel von Rare. Ist man halt von Rare gewohnt, gute Spiele. Deswegen war das klar, dass das Spiel ziemlich gut sein wird. Ich finde auch, ich habe mich relativ gut geschlagen. Das ein oder andere Mal war ich vielleicht nicht so 100% gut. Ja, aber, ja. Trotzdem habe ich mich angestrengt. Manchmal. Und manche Fails waren halt echt ein bisschen blöd. Ich weiß gar nicht mehr, ob das im Stream war, wo ich nachgespielt habe oder auf YouTube. Auf jeden Fall bin ich einmal dumm in Freezy Peak runtergefallen. Ich glaube, das war sogar im Let's Play. Ich weiß auch nicht mehr. Das war unnötig. Und manchmal war ich einfach blöd. Aber allgemein finde ich, habe ich ganz gut gespielt. Ich bin gespannt, wie ich mich im Race gegen Niklas anstellen werde, weil wir beide werden das Spiel racen. Deswegen, ja, freut euch darauf schon mal im Stream halt, wenn er endlich mal sein PC zum Laufen kriegt. Das wird bald sein, denke ich mal. Und dann werden wir 2016 höchstwahrscheinlich, weil es ist ja bald Ende 2015, dann dieses wunderschöne Spiel spielen. Und darauf freue ich mich wirklich ziemlich, ziemlich gern. Hiernach kommt Mario 64. Wann, das weiß ich noch nicht genau. Eigentlich schon. ja, genau. Ich verrate euch auch nicht. Big Noise Maker stand da gerade. Der Big Noise Maker Grant Kirkhope. Ja, okay. Wie gesagt, hab auch schon voll Bock auf Mario 64. Werde ich gleich hier noch aufnehmen. Das wird auch ein super Projekt werden, denke ich mal. Wird bestimmt ganz lustig. Ich freue mich drauf. Ihr hoffentlich auch. Und ja, danach kommt wahrscheinlich Spyro als 3D Jump'n'Run. Habe ich auch mega Bock drauf. Habe ich auch richtig, richtig viel Bock drauf. Ja. Ja, okay. Ansonsten könnt ihr mir gern eure Meinung zum Spiel in die Kommentare tippen. Da, was? Das eine Ding da.
habe ich als Juwel gesehen. Und ich dachte halt, hey, was ist das vielleicht? So ein Sonnenbrille, aber was hat er denn jetzt auf? Egal. Ich dachte halt, das ist ja so ein Juwel, denke ich mal, dieses durchsichtige Teil da. Und deswegen dachte ich vielleicht damit meine Sonnenbrille, aber. Ja, wer weiß, keine Ahnung, was die jetzt gemeint haben. Ich habe auch schon die Auswahlmöglichkeiten vergessen, deswegen. Ja. Und da haben wir nochmal Gobi, der ja angeblich in die Lava-Welt wollte. Wie ihr seht, es gibt keine Lava-Welt mehr. Gibt nur neue Welten im Spiel, deswegen. Weiß ich nicht, was Gobi wollte von uns. Der hat wohl. Ja. Halluzination oder so. Wer weiß, wer weiß. Naja. Ansonsten weiß ich auch gar nicht mehr, was ich so wirklich sagen soll. Deswegen genießt hier den Abspann. Und ja. Wir sehen uns hier nach irgendwann mit Mario 64 wieder. Ich freue mich drauf. Ihr hoffentlich auch. Und dann war's das. Bisher. So. Ciao. Martin, Charakter, der eigentlich aus DK 64 oder allgemein DKC kommt. Finde ich witzig, dass sie den als Easter Egg eingebaut haben. Irie, der jetzt groß und stark ist. Wie lange braucht eigentlich so ein Adler in Wirklichkeit, um groß zu werden? Wer weiß, vielleicht braucht er wirklich nur ein Jahr. Kann das sein, ich weiß es nicht. Game by Rare, produced by Rare, presented by Nintendo. Beeilung! Ich will nach Hause, Banjo! Es geht nicht schneller. Halt! Wir haben eine Karte vergessen! Das wäre erledigt. Ihr habt sie noch nicht getroffen, aber egal. Hey, ihr beiden, lasst uns feiern! Genau! Jetzt steigt die Party! Ja! Yeah, Party! Ja! Yeah. Feiern wir unseren Sieg! Boah, die Musik! Bär und Gummischwucke, Mumbo viel geholfen, Herkules zu besiegen. Ja, aber ohne meine coolen Moves hätten sie es nie geschafft. Vorsicht, Freunde! Banjo und ich sind die wahren Helden des Spiels! Was steigt denn hier für eine Party? Die Hexe ist entkommen! Macht dem Grauen ein Ende! Was? Ja. Die blöde Kuh wollte eigentlich nach Hause. Ich hab keine Lust. Und ob du Lust hast, auf in den Kampf. Die blöde Kuh von Tutti wollte eigentlich nach Hause. Und jetzt kommt sie mit. Ich leck doch eigentlich doch, kennt es sie. Blöde Mistgurke, jetzt mal ganz ehrlich. Ach ja. Dann geht's wohl doch noch weiter. Natürlich wusste ich das. Ich wollte nur den Eindruck vermitteln, dass das Spiel jetzt nicht vorbei ist. So. Gut, da haben wir jetzt auch den Nutzen für den Kessel, den wir vorhin aktiviert haben. Sonst hätte der auch keinen Nutzen gehabt. Falls wir halt nochmal zurück wollen und für die Notentüren hier noch Noten brauchen. So, dann nochmal hier gucken, ob in dem Fenster was drin ist. Ich glaube, der andere ist ein Leben drin oder so. Ja. So, und ich habe euch auch vorhin angelogen, als ich gesagt habe, das war die letzte Notentür des Spiels, weil halt sonst klar gewesen wäre, dass noch weitergeht. So. Bald wird dem Bären der Pelz verbrannt. Seht mein Bild dort an der Wand. Ich finde dieses Bild so hübsch und nett. Erst viele Puzzleteile machen es komplett. Ja, ja, haben wir gerade gemacht. Hörst du mein Gekicher? Hier oben bin ich sicher! Nicht wirklich. So, was haben wir hier? Das ist der Raum,
in dem Klungu am Anfang des Spiels Gruntilda und Tutti verwandeln wollte. Na, das ist nicht so hübsch schwer. Da habt ihr aber nicht aufgepasst. Man kann einfach so rumlaufen. Das ist auch nicht schön gemacht. Das gibt dem Spiel definitiv eine schlechtere Bewertung den Spaß. Haben sie wahrscheinlich nicht mit gerechnet, dass hier jemand hochgeht. Aber ja. Egal, das ist ja, ist doch egal. Heutigen Spielen wäre es richtig hart zerstampft worden und in den Boden gestampft worden. Nein, Spaß, aber ja. Damals halt nicht. So. Und dann gibt es hier auch nochmal 4 Notentüren. Gehen wir mal der Reihe nach durch. Hier werden jetzt in den 4 Notentüren nochmal alle Items aufgeführt. Also Federn, die wir eh schon voll hatten, scheinbar. Dann ist hier ein kleiner Gang drin, wie ihr seht. Und hier ist das wirklich letzte Notenbild des Spiels. Und zwar bringt uns das, dass wir sehen es gleich, wir rote Energie haben, was bedeutet, dass wir doppelt so viel Leben haben. Oh, ihr jämmerliches Pack! Mein Besen haut euch aus dem Frack! Ich hätte gesagt, aus dem Sack. Oder auf den Sack. Haha, okay, egal. So, da haben wir noch hier ein paar goldene Federn. Und wer bist du denn? Puh, was für ein ekelhafter Gestank! Oh, Besuch für Dingpot. Ich liebe Besuch. Ein Wunder, dass sich überhaupt jemand besucht. Stinkekessel. Was wollte der komische Vogel? Sie wollte nur wissen, wo wir die Hexe Gruntilda finden. Das weiß ich ganz genau. Wenn ihr die hässliche Alte aus dem Weg räumt, bin ich endlich frei. Schweige still, du armer Tropf. Ich hasse diesen Topf. Ist das Spiel hier erst vorbei, koche ich in der Spinnenbrei. Keine Panik, Dingpot. Wenn wir sie ja erstmal gefunden haben, wird sie den Mund nicht mehr so aufreißen. Das hört sich gut an. Springt hinein. Ich schieße euch hinauf zu ihr. Viel Glück. Hineinspringen? Niemals! Den Gestank werden wir nie mehr los! Kisui, wir haben keine Zeit zu verlieren. Jetzt dreht mir der Hexe in den Hintern. Ja genau, aber vorher gibt's eine kurze Pause. So, da sind wir wieder. Und wir springen jetzt in den Topf rein. Suppe aus Krötenschleim und Fledermausflügeln gekocht. Ew. Armer Dingpot. Und nun beginnt der epische Kampf gegen Gruntilda. So ein lächerliches Paar! Sehe ich nicht jedes Jahr! Kämpfe nur, du doofer Bär! Mein Sieg wird sicher legendär! Ja, genau. So, der Kampf gegen Gruntilda ist in mehrere Phasen aufgeteilt. Die erste Phase ist, dass sie hier so ein bisschen schön durch die Luft fliegt. Und wir ihr halt ausweichen müssen. Ist nicht sonderlich schwer und irgendwann macht ihr Besen schlapp wie hier jetzt und wir können ihn treffen. So. Und dann schießt ihr auch immer eine Feuerkugel auf uns, die auch so ein bisschen prediktet, wo wir als nächstes hinlaufen. Deswegen, ja, sollte man da schon aufpassen. So. Bam. Da. Sie hat schon hingezielt, weil wir jetzt in die Richtung halt gelaufen wären. Deswegen schnell im Flug. Habe ich noch umgedreht. Ja. So. Gut, dann Angriff. Bams. Und in die Explosion dürfen wir natürlich auch nicht reinlaufen. Wow. Ups. Weil das uns natürlich auch schaden würde. Das ist klar. Und wir können sie wieder treffen. Bam. Ihr Zauber kann recht viel. Splendor ist ein Ziel. So. Und der Zauber. Scheiße, nein! Ich hab's verkackt. Der ist Zielsuchen. Das heißt, dem können wir nicht ausweichen. Es gibt auch so einen kleinen Trick. Den müssen wir halt so hier ganz nah am Boden. Ja, danke. So eine Stampfattacke machen. Und dann können wir den ausweichen. Oder wir benutzen ganz einfach die goldenen Federn. Aber ich habe halt gerade die Stampfattacke zu hoch gemacht. Weshalb ich halt getroffen wurde, weil ich dumm bin. Aber man kann halt, wie gesagt, so nah am Boden wie möglich eine Stampfattacke machen, dann trifft er halt mich halt nicht. Aber als nächstes Mal mache ich es wahrscheinlich mit goldenen Federn einfach.
damit ich sicher sein kann, damit er mich nicht trifft. Ich ging euch auf den Leim, das zahle ich euch heim. So. Und hier einfach hinter die Mauer stellen, dann wird sie immer auf die Mauer drauf schießen und uns nicht treffen. Das ist eine wichtige Weisheit für den Kampf, die man wissen sollte. Toll. Und sie wird auch immer schneller in dem Kampf halt. Jetzt hier mit den Bälle werfen. Das heißt, die Pausen, in denen man... Wow. In denen man Zeit hat, hier hochzukommen, die werden immer kleiner. Nein! Was geht zu den Kamera rein? Das trifft nicht. Schade. Jetzt kann ich eh treffen. Trifft auch nicht. Mist. Das könnte... Ja, getroffen. Gut. Immer wenn man sie dreimal trifft, dann fliegt sie halt weiter zum nächsten Punkt. So. Und ich liebe das Battle-Theme während des Kampfes hier. Ist einfach zu gut. Mann, ich habe so ein kleines Problem mit meinem Controller. Ihr kennt bestimmt alle den Xbox 360 Controller. Der ist jetzt so ein bisschen... dass er in 8 Richtungen geht und deswegen drücke ich ganz oft anstatt auf nach oben halt nach links. Boah, ja, andersrum. Nach links nach oben. Weshalb halt immer in die Kameraperspektive geht. Das ist ein bisschen unglücklich, aber egal. So, bam. Und jede Phase braucht halt 4 Treffer. Also 4 Treffer insgesamt. Jetzt hier sind es halt immer 3. 3x4 sind es dann 12 Treffer für die Phase hier. Das trifft nicht, glaube ich. Das ist zu weit weg. Ja. Ah! Yes! So. Ha! Getroffen! Hahaha! Beziehungsweise ausgewichen. So. Jetzt gibt es eine kleine Flugphase. Das hier gönne ich mir mal. Aber das nächste Mal benutze ich dafür lieber die goldene Feder, weil ich mich nicht treffen lassen möchte. Am besten. So, jetzt müssen wir sie halt mit dem Sturzflug treffen. Quasi. Ja, ich rase in die Kugel rein. Klar. Ich bin so dumm. So. Autsch, seid ihr denn krank? Nehmt dies als meinen Dank. Bitteschön. Das war ein bisschen zu hoch. Man darf auch nicht zu weit von den weg sein, sonst trifft man sie halt nicht. Bams! So. Noch zweimal halt. Wie gesagt, jede Phase... Yes! Jede Phase 3 Treffer. 11 Treffer meine ich. Ah, das war jetzt... Nein, das war jetzt nicht gut. Das war jetzt nicht gut. Bam! Geht's. Oh, dann geht die Phase länger. Oder auch nicht. Ich bin zwar nicht die Jüngste mehr, doch dieser Schild hier hilft mir sehr. So, jetzt müssen wir auf dem Boden und... Ja. Das darf machen. Ihren Bällen ausweichen erstmal. Unsere neuen Freunde sind in Gefahr. Mit Genius eilen zur Hilfe. Diese Genius, klein und bunt, bringen mich noch auf den Hund. Mann, jetzt hat er sich so komisch gedreht. So. Und in die Löcher der Genius müssen wir jetzt Eier reinfeuern. Wenn ich treffen würde. Das wäre super, wenn ich mal treffen würde. So. Und dann passiert das hier. Sie waren zum Leben und... Bams. Treffen Grunti. So langsam wird mir das... egal. Ah, das war schlecht. Egal, ich habe ihn nicht getroffen. So, man sollte halt immer die Zeit nutzen, wo die halt sie treffen,
um dann die Jinjo-Dinger anzugreifen. Das war auch schlecht. Danke, du blöde Kuh. So. So, dreimal. Na, ah, ich bin schnell gut weggekommen. Ja, das war. Da habt ihr gesehen, die hat prediktet, dass wir dorthin laufen und hat sie dorthin getroffen. So, bam. Ihr wollt mir als sie verkaufen? Ich kann immer noch laufen. Und übrigens, in dem Kampf hat sie. Das wollte ich nicht, ich bin nur dumm. Im Kampf hat sie auch immer andere Sprüche drauf, je nach Spielstand halt. Manchmal sagt sie doch ganz anders, da fällt jetzt gerade bei mir. Ich bin ein Genjonator, aktiviere mich! Dieser Genjo hier aus Stein scheint ein Verlierertyp zu sein oder so. So. Jetzt müssen wir das gleiche mit ihm machen, wie mit den kleinen Genjos. Bloß in 4 Löcher reintreffen. So. Jetzt kommt wieder der riesige Ball. So. Man sollte halt immer die Pausen nutzen, in denen sie das hier abfeuert. Da, wenn sie das abgefeuert hat, feuert sie erstmal keine kleinen Kugeln ab und dann kann man halt gut reinschießen. So. Und letzter Treffer, komm, komm, komm! Yeah, besiegt! Ja! Bam! Bam! Bams! Von Treffern so wie diesem hier nehme ich vor dem Einschlafen noch 4! Ja, das merke ich. Du warst gerade immer, hat er getroffen. Quantilla. Und. Boah! Wo komm mal bitte, Schokatzmager! Für euch habe ich das auf Lager! Letzter Fluch. Der uns aber zum Glück nicht trifft. Und da fällt die olle Hexe runter. Und immer weiter runter. Und klatscht einfach irgendwann auf und ist tot. Bams. Bams. Schwer! Das kann nicht mein Schicksal sein! Klungo, befreie mich von diesem Stein! Tja, ob der das schafft, sehen wir Banjo-Tooie! Also schaut auch das Let's Play, wenn es irgendwann kommen sollte. Bum auf dem Baum. Und da hinten die Frau. Oh, wunderbar. Zeit zum Ausspannen. Nicht wahr, Schwesterherz? Klar, du und Kazooie, ihr seid nun echte Helden. Hast du das gehört? Kurza! Ich bin ein Star! Ein Star! Okay, du fährst ganz gut, Kazooie. Danke, Brennschlange! Genug jetzt. Lasst uns einen Blick auf den Abspann werfen. Ja. Und jetzt kommt der wahre Abspann. Ich habe eigentlich alles, was ich sagen wollte, schon im richtigen oder im falschen Abspann gesagt quasi. Wie gesagt, war ein wunderschönes Let's Play. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn es unregelmäßig kam.
weil ich halt oftmals keine Zeit hatte oder auch manchmal zu faul war zum Aufnehmen. Ja, ich freue mich sehr auf Banjo-Tooie, auch wenn es jetzt nicht direkt danach hier kommt, aber irgendwann schon. Und Banjo-Kazooie, Grunties Rache für den Game Boy Advance, werde ich auch noch spielen. Schraube locker nicht, weil es kacke ist. Ja, also freut euch auf Banjo-Tooie, wenn es irgendwann kommt und Grunties Rache. Wahrscheinlich spiele ich auch noch Banjo-Pilot, aber Schraube locker will ich einfach nicht spielen, weil ich erstens keine Xbox habe und ich mal zweitens für so ein Dreckspiel keine Xbox kaufe. So. Also Xbox 360. Ich hätte zwar noch mehr Spiele, die ich dann spielen könnte und auch würde, aber nein. Einfach nein. Deswegen Schraube locker nicht. Ich mag das Spiel einfach nicht. Es ist nicht mein Geschmack. Es ist einfach nicht mein Geschmack. Trotzdem, die anderen Teile kommen alle. So. Gut, ansonsten könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel fandet, wie ihr das Projekt fandet, wie ihr einfach alles fandet an dem Spiel. Ja. Dann war's das jetzt eigentlich auch alles, was ich sagen wollte. Wie gesagt, bald Mario 64 oder so. Und das wird super. Also freut euch drauf. Dann, tschüss. Ach ja, das habe ich noch vollkommen vergessen zu sagen. Es kommt heute Abend, am Sonntag, noch ein Part. Und zwar werde ich da die ganzen Fragezeichen zeigen. Und das wird wohl... Ich habe so keine Lust darauf, aber ich mache es halt trotzdem. Das ist halt echt schon ziemlich hart langweilig, finde ich. Ach, was soll's. Weil ich halt nochmal überall hin muss und so. Das ist so... Aber was soll's. Und da hat man nochmal gerade die Flippets. Es gibt ja noch gelbe Frösche. Und ja, die heißen wahrscheinlich anders. Croggy, Soggy und Moggy. Ja, Fall aus Boggy. Ja! Jetzt weiß ich es endlich, wie die kleinen Kinder heißen. Die werden in Banjo-Tooie auch nochmal ziemlich wichtig werden. Also, ja. Ja. Wichtig ist relativ zu sehen. Also sie werden schon auch was im Puzzleteil zu tun haben, aber halt auch nicht so wichtig werden, wie beispielsweise Bottles oder sowas. Aber sie sind halt schon da und haben wieder ein Puzzleteil und bla. Ja. Sir Slash. Slash. Okay. Alles klar. Gut. Dann ich bin wieder still. Das muss ich irgendwie mal machen. Sehr kreativ, die Namensgeber von Rare. Sehr kreativ. Tumblr, sogar der hat einen Namen. Porträt-Chomper. Chomper, was auch immer. Das ist ein Tihi, alles klar. Limbo! Der macht bestimmt ganz gern Limbo. Und spielt euer Spiel Limbo ganz gern bestimmt. Ripper.
Ach, ich mag die Musik. Meine Katze nervt davon auch gerade. Falls man das Miauen hört. Big Klacker, ich hasse euch. Der Subas. Crablin Hood. Chito. Und das war's. Fast. Psst. Mumbo hat geheime Bilder. Geheime Bilder? Cool! Bilder zeugen Sachen, die ich verwenden in nächstes Spiel. Hast du es gehört, Kisui? Sie machen noch ein Spiel mit uns. Zeig uns deine Bilder, Knochenköpfchen! Ihr findet alle 100 Puzzleteile. Klar, Mimombo. Zeig uns deine Geheimnisse, Schaumschläger! Bilder zeugen Dinge, die ihr nichts gefunden. Nehmen für ein neues Spiel. Banjo-Tooie. Banjo-Tooie klingt ziemlich gut. Ja, klingt viel gut. Warum heißt das neue Spiel nicht Banjo-Kazooie-Tooie? Ich bin ja wohl auch dabei. Neues Spiel wird absolut Hit. Ich euch zeige gut Bilder. Schaut. Die sind jetzt nicht so gut dargestellt, werdet ihr gleich sehen. Das liegt aber an mir, nicht am Spiel. Wow, oh. Erst für ein Geheimnis am Strand. Hey, wie hast du das mit dem Felsen gemacht, da mit dem Felsbrocken? Ho, ho, Mumbo, nichts verraten. Ho, ho, ho. Ich bin Weihnachtsmann. Ich Weihnachtsmann sein. Wow, eine geheime Höhle. Bär und Vogel müssen klettern. Wie spitze. Was erwartest du dort? Was erwartest du dort, schöne Trauma? Du wolltest uns sehen, komisch Federvogel. Das sieht aber ziemlich hoch aus. Ja. Keine Sorge, Banjo. Ich werde uns da schon hinaufbringen. Ein Fragezeichen Ei. Nächstes Geheimnis in kalt Schnee finden. Das ist doch Rosas Höhle. Wir waren hier schon mal. Hey, was war das für ein seltsames Ei am Strand? Vogel, rück sein. Gucken auf Bild. Was soll das sein? Ein riesiger Eisschlüssel. Ich wüsste, wo ich den hinstecken würde. Ew, was? Kisui! Ew, was? Anderes Geheimnis in heißer Wüste. Lieber Mumbo, wofür benötigen wir die Eier und den Schlüssel? Mumbo, nix sagen. Vogel immer böse zu Mumbo. Was da wohl drin ist? Noch so ein doofes Ei. Wow, tolle Bilder. Erzähl uns mehr. Mumbo, nix verraten. Ihr findet ihn heraus in Banjo-Tooie. Okay. Also bald, liebe Freunde. Bald. Nach Mario 64 und Spyro wahrscheinlich.
Vielleicht noch was. Ich weiß es nicht. Irgendwann auf jeden Fall schon. So. Und dann war es das für das Let's Play. Hat jetzt der letzte Part war schon ziemlich lang, aber ihr wolltet euch noch ein Part, lasst es wegen hier. Dieser Fels ist so schwer, aber es muss meine Herren retten. Gefunden habt ihr alle Puzzleteile. Beim nächsten Mal, da gibt es Keile. Ich hätte vielleicht keine gesagt, das würde mehr Sinn machen, aber egal. The End! Damit auch The End von diesem wundervollen Projekt. Ich bedanke mich bei euch sehr fürs Ansehen. Hat wirklich Spaß gemacht. Bis dann und ciao, euer Antenna-Player.